Und wir sehen das erste Match zwischen in Blau den Plebs und in Rot den Surfs. Hier Verteidigung am Fluss im Co-Tournament. Und was soll ich sagen? Schwierige Map. Kaum auf die Units, 1365 gegen 1388, also würde ich sagen erstmal even, hier kaum ein Unterschied, hier oben sehe ich schon was, also hier ein sneaky Spot von den Verteidigern aus Erkron, um diesen wichtigen Tower wahrscheinlich, ne? Der wird ganz gerne zum Pushen benutzt, ne? Aufzuhalten, finde ich stark, hier kommen auch die ersten Wurfspeere raus. Gibt es so ein Gruppenklettern und Manu holt sich ein, aber wird auch runtergekickt und Vincro geht hinterher. Und damit Arcanine hier der erste Death. Wie schaut es hier drüben aus? Da macht Sabo ein bisschen Action mit Seekis, Tinschiff und Flame und Esponja. Natürlich hier die Leiterkick-Profis. Ne, einfach F und let's go. Und Vincro geht wieder hoch und ich denke, dieser Tower wird sehr, sehr Schwierigkeiten haben, ranzukommen. Ich habe jetzt noch keine Falcos spotten können und Satras versucht hier auch wahrscheinlich zu gucken, was hier so abgeht. Ich kann ja mit auf die Tour hier reinnehmen, also hier Wurfsperre everywhere. Auch sonst noch keine Defense für A entdeckt. Können wir überlegen, dass A einfach aufgegeben wird, so wie es gerade ausschaut, vom Positioning her. Und aber das weiß ich nicht. Und hier kommen die Falcons mit Wache, mit Speer und irgendwelchen Piken da reingestellt. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Gameplay. Man kennt ja die Kanone, die hier hinten irgendwie rumsteht und immer nervt. Und das ist jetzt hier so ein ähnliches Problem. Und ja, scheint auf Max Range geskillt zu sein, so. Dran, Skins, Doktrinen und Runen sind alle nicht dabei, gibt es alles nicht. Und gucken wir mal auf die Defense hier auf A von den Surfs und doch, hier gibt es Units auf A. Wahrscheinlich waren oben die Madaus, um die eventuellen Leiterpushes aufzuhalten. Und hier ist auch schon Temple Shot mit ein paar Kollegen am Gucken und Robot. Der Robot guckt ihn da natürlich auch an und sagt sich hier und nicht weiter. Highground-Technik, hier noch keine Idee von, oder noch kein Push erkennbar. Ist auch schwer, wie gesagt, der Highground einzunehmen ist schwer. Ich denke, das Potenzial liegt wahrscheinlich hier auf diesen Tower. Und ich sehe gerade hier oben Flynn. Nee, das ist Manu. Manu hier mit einem Keyplay. Muss man sagen, top gemacht, ist mit dem Pferd hochgekommen, haut den Tribok und der Tribok wird wahrscheinlich beide Kanonen weghauen und kommt Manu hier raus, selbst wenn er nicht rauskommt, einfach MVP-Move hier zwei Kanonen zu holen und damit wahrscheinlich diesen Tower hier auch zu sichern und stark gemacht, muss man einfach sagen. Hier ist Amir am Rumeiern und versucht natürlich abzulenken. Und geht einfach mal ganz woanders lang und tanzt hier so ein bisschen hin und her. Wahrscheinlich einer der stärkeren Doppelklingen auf dem Congress Blade Universum. Oder im Congress Blade Universum. Und mittlerweile gibt es hier aber auch im Tunnel sowas wie einen Push. Ne? Außen noch gar nichts. Gucken wir mal in den Tunnel ganz kurz rein, bevor es hier doch zum Push kommt. Ja, Kolosse, Falcos und natürlich der Schildwall. Also hier so fünf Mann drinne und jetzt geht hier diese Zangenbewegung los, die wir auch gerade eben ganz kurz angerissen haben auf unserer taktischen Karte. Und Highground natürlich sofort eingenommen, ist wahrscheinlich auch besser. Wie gesagt, wurde vorher mit Falcos freigeschossen und jetzt haben wir den Highground. Also Step by Step ziehen hier die Plebs die Schlinge zu. Mal schauen, wie sich hier gewehrt wird. Von hinten kaum nochmal Eierwerfer auf einen Spot und ich sehe schon Shenjis hier als Counter und jetzt geht es hier wahrscheinlich Richtung B. Mal schauen, wie reagiert wird. Hier sind es auch noch Shenjis leicht out of position, müssen sie aufpassen, gecatcht werden. Jetzt könnte man hier übrigens genau die Mörser aufstellen. Das habe ich ja gerade schon eingezeichnet. Ist auch Standard, wer es nicht weiß. Und da kann man übrigens auch Namkams hinstellen, schon mal dahinter im normalen Siege Bleb Mode. Und da geht auch einiges immer kaputt. Und mal schauen, wie die Surfs da jetzt drauf reagieren.
Von Mitte schießen noch die Fagos rein. Jetzt kommen hier die ersten Schüsse ran. Kann man wahrscheinlich sogar mit einem Langschwert gegenheilen. Langschwert sehe ich jetzt hier auf die Schnelle aber nicht. Aber da könnte man diesem Pog-Gameplay natürlich ein bisschen was entgegensetzen. Und Wincrew hier schon in Lauerstellung. Mal gucken, ob hier eine Defense ist auf der Leiter. Nein, hier wäre nichts. Also alle Surfs hier auf dem A-Spot. Und jetzt gibt es hier gerade wahrscheinlich den Counterplay. Counterplay hier in der Surfs über den Push. Aber da haben die den Triebwerk wahrscheinlich gerochen. Ich kann mir nicht anders erklären. Also U zurückgezogen. Und B wird natürlich genommen. B komplett unrelevant. Ist einfach Fakt. Nur B braucht man nicht auf der Map. Ist Map-technisch nicht sinnvoll, da irgendwie was zu verteidigen. Und schauen, was jetzt hier die Plebs machen. Ob sie weiter hier diesen Poke-Gameplay ansetzen. Und mit 8 Minuten haben sie natürlich eine Menge Zeit. Keine Frage. Und hier schöne Hits kommen einfach rein. Manu hier der doppelte, das dreifache Lodgen hier wahrscheinlich. Und hier hinten wird sich auch schon positioniert, aber das kann man ja auch so baiten. Man kann ja so andeuten, ob man auf den Supply Pressure dann effektiv mit die Treppe runter geht und dann hier wieder eine Position hat und sozusagen immer mehr von dem Mittelpunkt von der Kreissachen rausgeht. Ja, und damit dann mehr Druck erzeugt. Und jetzt ist die große, große Sache, was macht Rot? Und hier kommt der nächste Schuss. Also wahrscheinlich könnte man sich auch wirklich ernsthaft überlegen, ob man A aufgibt. Klingt jetzt hart, aber ne? Die Plebs haben jetzt diverse Artillerie gestellt, haben Falconettis und die Falconettis sind für den Endpunkt eher schwieriger einzusetzen. Und hier gibt es nochmal sowas wie einen Counter-Push, aber das sollten sie sich dreimal überlegen. Ist auch wieder die Falcos drinne und Heieiei, hier geht's gut ab. Übrigens hier hinten gerade kleines Cap Pressure Play von Sabo wurde aufgehalten. Ich dachte, da gibt's mehr. Und jetzt ist das, was du eigentlich haben möchtest. Wenn du selber keine Falcos hast, aber ich korrigiere, hier sind die Falcos. Also Rot hier auch mit Falcos, die Surfs hier mit der Antwort. Und das ist jetzt quasi sehr, sehr smart gespielt. Quasi Kreuzfeuer der Falcos auf den Endpunkt-Spot überall hier noch pieken, die sogar nach dahin absichern. Wahrscheinlich, falls irgendwie so ein Turnaround-Push kommt. Und jetzt setzt ihr die Bewegung ein. Aber Doppelkill hier. Doppelkill von Rot. Und da kommt die Antwort von Dunkelnetz Units. Und wo sind hier die Frags? Ah, hier hinten ist Flame am Start. Ich muss mal wieder rauszoomen. Und Flame versucht hier natürlich die ganzen Kartätschen wegzuknallen. Beliebte Taktik bei den Plebs natürlich mit Kartätschen im Nahkampf natürlich die Positionen, die Punkte zu sichern. Und hier die beiden Musketen, Ceso und Satrasam im Tunnel. Aber aktuell 12 zu 11 Helden. Unit technisch immer noch sehr, sehr even. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Oben rechts, der Supply wurde übrigens eingenommen. Irgendeiner hat sich da hochgesneakt. Kann man gerade nicht drauf reagieren. Und hier geht es nochmal ins Eingemachte. Es sind noch Units auf dem Spot. Von hinten kommt nochmal Robot. Und jetzt wurde hier aber ganz gut aufgeräumt. Das Teil lebt immer noch. Schade. Und jetzt kommt hier das Reinforcement. Was setzen jetzt hier die Plebs an? Armiga Lancer. Die werden aber zurückgezogen. In Time zurückgezogen. Was ist hier noch am Start? Da war nochmal die nächste Unit. Ne, die nächste Unit war ein Wurf. Wir waren das. Eierwerfer. Und Amia hat hier hinten gecapped. Aber hat nicht irgendwie Catchies oder sowas gezogen. Das wäre natürlich nochmal mega sneaky gewesen. Und puh, das war gerade sehr, sehr stark gespielt von Origin. Und sehr, sehr stark gehalten von den Plebs. Und sehr, sehr stark gehalten von den Surfs. Also muss man einfach sagen. Also dieser Angriff. Sieht man auch einfach, was für eine Intensität dahinter steht, ne? Und wahrscheinlich hat sich das schon rumgesprochen, dass hier hinten irgendeiner ist und wahrscheinlich vermutet man Kashyyyk. Aber das kann man auch mit Tab theoretisch einfach ausnavigieren. Ich denke, wir haben so eine minimale Verschnaufspause und wir gucken mal ganz kurz rein. 300 Units zu 300 Units, also die beiden Teams nehmen sich gerade einfach mal gar nichts. Ne, vielleicht noch ein paar Schieberlinge dann noch bei in den Devs mit drinne von Rot, aber ne, also wird der Kills mit Rot. Und hier oben geht's wieder ab. Das ist eigentlich ultra nervig, wenn hier ne, mit Eierwerfern gearbeitet wird, weil die können wirklich hier reinschießen. Auch es geht übrigens auch die Shenjis können ja auch wirklich so weit schießen und 45 Meter Reichweite wahrscheinlich unten lang geskillt.
Und puh, jetzt geht's hier nochmal in den nächsten Push. Die Shenshis sind hier am Start. Wurde Brachos und Madaus bauen sich auf. Und dieses Kreuz, was sie gerade hatten, wird immer wieder aufgegriffen und gibt da nur eine bedingte Möglichkeit. Hier wird sich erstmal wieder gesammelt und versucht wahrscheinlich gleich die Counter zu pushen. Und ja, da kommt der Counter-Push auf Flynn, auf Dunkelnetz. Kagan hinten auch noch am Start. Wingcrew eilt aus Buxtehude dazu. Und Sekis baut hier nochmal was. Und jetzt muss hier quasi auch die Reaktion kommen von den Plebs. Und die Reaktion kommt durchs Tor. Also hier zwei Szenarien. Unten wird wahrscheinlich aufgeräumt. Müssen aber noch Zeit schinden. Von hinten kommen nochmal Units. Und da geht es jetzt hier vielleicht nochmal ins Eingemachte. Und das Tor pusht gut raus. Kann hier in die Flanke von diesem Push reingehen. Und sehr, sehr stark gemacht. Und Halleluja. Mega, mega stark gemacht von hier den Plebs. Und da hat die Falle zugeschlagen, kann man sagen. Timing waren hier wirklich on point. Und nur noch 13 zu 8, also nur noch 9 Helden, und jetzt müssen hier die Surfs rennen, und die Surfs rennen auch gerade, also hier quasi, ne, dreimal, keine Ahnung, die Tasten geklickt und let's go on. Und hier hinten ist immer noch Amya. Ich weiß nicht, was er da macht. Okay, der sagt sich, Fort Knox ist aufgebaut. Fort Knox ist aufgebaut, Palastwache unten in Kartätsche. Puh, und das wird jetzt übrigens angegangen, da müssen wir nochmal gucken, diese Aktion. Und ja, da kam das Begrüßungskomitee und jetzt wird er hier noch kommen. Was ist das denn? Wie geht das denn? Drei Mann und da stirbt einer. Das da. Oh, da. Also hier gerade Amya wahrscheinlich mit einem guten Game und der wird hier noch wahrscheinlich irgendwo rumgurken. Ich habe es nicht mitbekommen, dass er gestorben ist. Auf jeden Fall sehr, sehr stark gemacht. Und vor allen Dingen auch gut abgelenkt. Dürft nicht vergessen, dadurch natürlich Ablenkung gesorgt. Dreimal beschäftigt, noch zwei mitgenommen. Da musste noch der Vierte angelaufen kommen. Mittlerweile hier oben aus Satrasam auf dem Weg. Und jetzt kommt hier irgendwo Kaflang-armiger Lancer. Das werden aber aufgeraucht. Da waren Madaus im Weg. Und wenn die Eins haben, dann fressen, ne, sind die ja sehr, sehr effektiv gegen Kavallerie. Und jetzt kommen wir nochmal in Triburg. Triburg-Technik übrigens noch sehr, sehr viele in der Hinterhand. Noch 9 Stück für die Angreifer im Blau, für die Plebs. Aber Unit-Technik 600 zu 700. Also langsam troppen wir die Surfs doch schon ein bisschen in den Nachteil hinein. Und aber die Map ist jetzt sehr, sehr schwer. Jetzt gibt es hier nochmal ein Reinforcement. Die Surfs sammeln sich und versuchen nochmal was. Die Frage ist, wie viel Artillerie ist noch in der Hinterhand? Was können sie hier noch machen? Und hier sind wieder natürlich die Pforte und Kolosse. Aber von hinten kommt hier nochmal ein Charge. Wurde aber sehr gut aufgehalten von den Helden und von den Heldenfähigkeiten. Und da kommt nochmal natürlich von Dunkelnetz ein schöner Tribock auf T4 Units. Und mittlerweile jetzt hier die Zangenbewegung wieder, ne, von beiden Seiten. Primärer Hauptpush hier unten lang. Und hier wird überall reingejodelt. Winko versucht hier wahrscheinlich Artillerie rauszunehmen. Und jetzt fliegen hier auf einmal die Helden weg. Die Helden weg. Irgendwo sind ganz, ganz viele Helden gestorben. Nur noch 7 Helden für die Surfs am Start. 15 zu 7. Und jetzt kommt hier nochmal der nächste Charge von Surf. Wahrscheinlich von Jackie hinten von der Pike. Und es scheint jetzt so, dass doch mehr und mehr die Jungs von Blau hier das Ding eintüten und nach Hause fahren. Halleluja. Und was soll ich sagen? Ich denke, das war's jetzt hier für die Surfs. Aber muss man auch erwähnen, die Plebs outperform hier gerade sehr, sehr gut. Haben sehr, sehr viele individuelle Sachen auch gemacht. Und damit GG an beide Teams, war auch teilweise stark gehalten. Wenn wir hier nicht unter den Teppich kehren. GG zum 1:0 für die Plebs. So, herzlich willkommen zu Game Nummer 2 zwischen den Surfs hier in Blau mit 1350 Units gegen die Plebs in Rot, die hier mit 1:0 in Führung sind mit 1250 Units, also rund 100 Unit Unterschied.
Die Frage ist, gelingt jetzt hier Blau den Surfs die Revanche? Das Unentschieden, gerade eben wurden sie ja hier aus der Map vertrieben. Mit schönen Einzelleistungen, mit gutem taktischen Gameplay. Und mal schauen, was sich jetzt hier die Surfs überlegt haben. Das muss man mal nur nachgucken. Und hier gibt es schon mal die erste Sache, die ist relativ oldschool schon. Das kennt man schon teilweise aus den Siegschlachten, eine maximale Range. Und dann geht das hier einfach rucki zucki ab. Und das kann man auch nur schwer countern. Solange die Leiter gekickt werden, ist das sehr, sehr schwierig. Und ich meine, die Plebs überlegt haben so rum. Und ja, der Tower wird wahrscheinlich nie ankommen, ganz ehrlich gesagt. Jetzt gibt es hier noch eine sehr, sehr schöne Kanone. Die könnt ihr euch merken, der Spot ist sehr, sehr gut. Weil der sehr, sehr schwierig zu countern ist. Auch für gegnerische Musketen. Ja, wenn der wirklich jetzt kommen sollte. Und ja, jetzt geht es hier Richtung Leiter-Action, aber nicht wirklich in die Intention, oder? Doch, sind gute Jungs dabei. Also Leiter-Push ist hier angesagt. 9 Minuten noch auf dem Taro, da fliegt ein Trieber. Und... ah, hat bisschen was getroffen. Und hier unten, kleiner Fight zwischen... okay. Da war ein kleiner Fight. Manu und Boomin hat sie erwischt. Und die Frage ist, für was? Für was? Irgendwas? Wurden die runtergeschmissen von Hammer Boys? Könnte sein. Oh, gibt es hier einen Sneak durch die Mitte? Ja, das wird schwierig. Roxo HD hier natürlich schon am Rumnerven. Aber Tempeshot und Balthasar sind hier auf dem Weg. Mach auch mal die Tür auf und gucken mal, was so abgeht. Mittlerweile aber immer noch kein Tower dran. Das ist schon sehr, sehr bitter. Die Tower werden auch gerade nicht gemoved. Die Tower, 8 Minuten 30, die Tower bewegen sich nicht. Ich weiß nicht, ob das so geplant ist, aber jetzt geht es hier wirklich eher um das Leiter-Pressure. Und jetzt scheint hier wirklich auch der Gameplan zu sein. Wir gehen mit Leitern jetzt hier hoch. Da hinten, wir sind zwei Falconetti-Gruppen, was ich mitbekommen habe. Und hier ist aber auch schon Defense da. Die Kolosse werden hier alles töten, was da los ist. Sind einfach sehr, sehr stark. Wenn die jetzt gleich noch ein Schwert haben, das haben sie da draußen, dann ist hier schwierig. Rotten versucht sie gegen Vero. Esponja sneakt hier hoch. Und mal gucken, was er dadurch macht, durch die Position. Auf der anderen Seite natürlich auch hier Leiter, Gameplay, Everywhere. Und das scheint zu funktionieren. Das scheint doch das Pressure der Gameplay da zu sein. War ja quasi auch zwei oder sagen wir mal 4-5 Leute natürlich hinten sitzen mit ihren Falcos, mit auch ihren Verteidigungsunits am Tor. Und ich denke, das war ein guter Call. Und der ging jetzt auch. Flynn geht sich auch nochmal an den Kragen. Manu hat irgendwo noch jemand getötet. Und Robber holt jetzt hier quasi den Flynn weg. Unten hast du nochmal Wingcrewer Wüchte, wird von Makutat angegangen. Tinchef eilt ihm da zur Hilfe. Highcrowd gesichert über die Leitern. Sehr, sehr spektakulär, muss man sagen. Und unerwartet. Dieses Leiter-Böschere, wenn man das konsequent macht, geht es doch relativ gut, habt ihr gesehen. Jetzt müssten natürlich Tower nachgeschoben werden, ist natürlich ganz, ganz klar. Die müssen nachgeschoben werden, um einfach die Position und den Reinforcement-Strom einfach da zu haben. Und gibt es jetzt hier schon... Ne, ich wollte schon sagen. Also hätte jetzt hier Dunkelnetz wirklich reingegangen auf den B-Supply, dann wäre das wahrscheinlich ein Call gewesen. Und hier hinten Esponja noch am Nerven gewesen. Mit seinen Kollegen Rottenbananas waren die, die gerade hier oben rechts rumgeklettert sind. Und haben versucht, hier wahrscheinlich Falcos rauszunehmen. Und das war schwierig. Ne, B wird jetzt genommen. Und die Tower schieben auch. Also hier, gutes Gameplay. Übrigens 1200 Units zu 1000 Units. Und ich denke, wir können mal den ersten kleinen... Zwischenbilanz ziehen, 150 Units zu 226 Units, also alles noch im Rahmen hier. Und hinten geht es aber weiter und hier die Falcos sind wieder am Start und Silver wird hier angegangen. Silver wurde hier gecatcht und zernichtet von Robber. Also Robber hat hier wirklich schon diverse Kills eingefahren, muss man sagen. Was passiert jetzt hier? Und wie gesagt, dieser Spot hier mit irgendwelchen Range-Schuss-Units ist Standard. Dann kann man, wie gesagt, auch Bogenschützen hinstellen und beliebt das Wort auch für Langbogenschützen, um hier reinzuschießen. Wie weit das effektiv ist, ist eine andere Sache, aber kann man machen.
hier hinten mittlerweile eine gute Force von den Plebs in der Verteidigung. Und ich denke, ich sehe jetzt hier nur noch einmal Falkos. Ne, zweimal Falkos. Die Falkos kann man ja auch nahkampftechnisch hinstellen. Dürft nicht vergessen, die sind nicht immer auf Distanz angewiesen. Wenn die unten lang geskillt habt, sowieso nicht. Kann man die auch durchaus da reinstellen. Und den Knockback, ne, diesen Splash, den die machen, benutzen. Mittlerweile hier auch schon Robert am gucken, was so abgeht. Wird aber von Wincrow gescoutet, aber will ich nachsetzen. Ist wahrscheinlich auch besser so. Im Tor übrigens von den Surfs noch kein Aufbau. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Surfs aufpassen müssen, dass die Plebs hier in Rot nicht den Counterpush, ne, über den Highground machen. Das ist sehr beliebt bei sehr, sehr starken Teams. Highground Counterpush und dann hier hinten rein flankieren. Mal gucken. Und jetzt sind hier auch noch Shenjis am Start. Die sind natürlich ab und zu mal ein, zwei Shenjis sind nie verkehrt. Ne, neben natürlich den Falkos, um auch diverse Sachen aufzuhalten. Und mal gucken, was jetzt hier passiert. Also der Cole kam hier an und wir folgen mal den Surfs. Und die Surfs sagen, okay, wir müssen hier uns wehren. Also hier doch Plänkel um den High Ground. Und da müssen sie aufpassen, dass sie hier nicht in die Falle reingehen. Ne, weil die Falkos könnten, haben wir festgestellt, die können hier auf diese Mauer schießen, ohne Probleme. Ich meine, jetzt kann man natürlich die Falkos auch treiben. Also was ich weiß, hier ungefähr geht, glaube ich, ein oder zwei, ne, Triburg-Schüsse kommen da ungefähr an. Thema Triburg übrigens noch 11 für die Surfs am Start. Und hier Kimu wahrscheinlich. Es wird sich zurückgezogen. Es wird sich zurückgezogen. Die Plebs ziehen sich zurück. Wahrscheinlich kam da der Shotcore, wir ziehen uns zurück, es lohnt sich nicht. Gegner hat Artillerie aufgestellt, wir haben unser Ziel erreicht. Und jetzt wird sich hier nochmal stabilisiert. Hier oben werden Kartätschen gestellt, das finde ich sehr, sehr mutig. Wahrscheinlich ist anderes dabei gehabt. Und Java haut die Kartätsche einfach wieder um, sehr, sehr stark gemacht. Und jetzt wird hier koordiniert zurückgezogen. Aber währenddessen gibt es hier den Run auf den Spot. Und jetzt hier die Frage, welcher Run geht schneller? Und ich denke, sie werden es verteidigen können. Und jetzt muss man aufpassen, sie dürfen sie nicht overextenden. Übrigens immer noch Triebböcke am Start. Und der Triebock kommt sehr, sehr gut. Der kommt in den Laufweg für die nächsten Units. Und der wird auf jeden Fall was treffen. Ah, einer. Jetzt kommen hier zwei jetzt da ganz gut rein. Und jetzt ist hier schon Position. Positionsgewinn hier von den Surfs, also die haben quasi die Abkürzung genommen, waren schneller da, quasi überholt auf der Autobahn. Und Flares da versucht halt zu nerven. Mit seiner Pike geht in die Backline, da müssen wir aufpassen. Jetzt wird hier die erste Flanke eingeleitet. Und hier ist auch Amir, der versucht wahrscheinlich von hinten Leute zu catchen. Und hier kommen jetzt die Kreuzritter-Charges rein. Hier kommt der nächste Charge. Die Flügel sagen alles in die Madaus. Das ist eigentlich für die Surfs optimal, wenn die da reinrennen. Weil die können die auch wegtanken. Und die tanken die weg. Die stehen noch wie eine 1. Und hier hinten auch mittlerweile Pressure von Esponja und Arcanane. 900 zu 7, 800 Units. Also hier gerade droppen die Plebs ein bisschen raus, also die verteidigungsfreundliche Map in Anführungszeichen. Hier wahrscheinlich gerade für die Angreifer doch besser geeignet. Kommt nochmal ein Charge, aber da kommt nochmal ein Triebock in den potenziellen Charge rein. Wurde deswegen auch gecancelt. Von hinten steht noch Manu hier ohne Unit. Und ja, ich denke, nach und nach sichert sich jetzt hier die Surfs Position. Und vor allen Dingen auch einen guten Trade. Und jetzt kommen hier aber nochmal was. Nochmal Flügelhusare von Manu. Das sind 5, 6 Stück. Das reichen, wenn 5 chargen. Ist einfach so. Der Rest ist scheißegal, wenn der irgendwo hängen bleibt. Und Chet Piper hier versucht hin und her zu rollen. Und ja, es sichert sich hier ganz viel Zeit. Wird irgendwie nicht gecatcht. Von hinten kommen Flügelhusare, wurden aber aufgeraucht und aufgeklamüsert. Und hier ist eine Kartätsche. Jetzt gibt es hier nochmal den nächsten Charge von Sekis mit Armiger Lancern. Da kommt ein Triebock auf die Treppe und Dunkelnetz hier oben wahrscheinlich mit Falkos am Start. Und die Falkos müssen weg. Da muss einer hin, da muss auch ein Triebock hinfliegen, relativ zeitig. Es gibt noch 6 Triebböcke für Blau. Und von der Seite hier nochmal wieder Sekis. Der ist jetzt aber wahrscheinlich gerade hier am Start und hat ein paar Leute getötet, weil aktuell nur noch 9
9 Helden gegen 12 Helden. Also jetzt muss hier die Surf aufpassen. Vielleicht doch mal zurückziehen, vielleicht doch mal sammeln. Dass es jetzt hier nicht in den Death-Strudel kommt. Und das machen sie auch. Huiuiuiui. Also hätte ich nicht gedacht, dass die wahrscheinlich hier oben, die waren wahrscheinlich hier Gold wert. Wahrscheinlich sehr, sehr viel aufgeraucht. Können natürlich auch die Artillerie anschießen, ne, so was ich weiß. Die geht relativ weit. Und können auch die Kartätschen, was da alles rumsteht, anschießen. Und auch natürlich die Positionen von Fode Bratschos oder Madaus wegknacken. Und ich denke, das war gut gemacht. Und sehr, sehr souverän. Wir gucken nochmal rein. Unit-technisch. Unit-technisch war es aber teuer. Wir haben 600 zu 777 Units verloren. Also hier, die Serfs haben noch alles am Start. Und es scheint auch noch genug Leute am Leben zu sein. Also hier keiner irgendwie rausgefallen. Mal auf der anderen Seite mal ganz kurz gucken. Ja, ist wahrscheinlich auch noch da. Ich weiß nicht, ob Manu jetzt weg ist, aber wahrscheinlich wird er gleich wiederkommen. Vielleicht letztes Leben oder so. Und Robert hat hier ein gutes Early Game geliefert. Muss jetzt aufpassen, Boomin will ihn sich holen. Aber ja, seht ihr auch, wie gefährlich das ist. Einmal out of position, die Spieler sind wie Geier und rennen dann lang. Es gibt übrigens noch 5 Triebböcke und jetzt wird hier nochmal der Push initiiert. DK versucht hier wahrscheinlich über die Leitern, um hier vielleicht diese Nahkampfs, was ja ein beliebter Spot ist, ne? Sehr, sehr beliebter Spot, schon oldschool, aber kriegt hier die Bombe ins Gesicht und jetzt kommt hier nochmal ein Tribok rein. Das ist ein schöner Tribok. Der sollte auf jeden Fall die Kartätsche treffen. Das ist wahrscheinlich die Hauptintention. Holzi ist genau nochmal rein und ja, da ist die Kartätsche weg mittlerweile. Haben sich Surf hier aufgebaut. Kommen übrigens auch von da hinten, von, sag ich mal, dem anderen Supply hochgetigert. Und jetzt hier auch die ersten Fracks gegen die Plebs gemacht. Und jetzt gibt es nur noch 12 Plebs gegen 15 Surfs und wer ist hier größer aktuell? Wahrscheinlich in dem Fall die Surfs am Durchdrehen und töten jetzt hier den nächsten Spieler raus. Und noch 10 zu 14 Helden, 600 zu 300 Units. Ich denke, die Surfs sind ja so abgebrüht, das werden sie mal nehmen lassen. Natürlich, 4 Minuten, 8 noch auf der Uhr und ich denke, selbst wenn sie alles geben, wird es nicht mehr reichen. Und jetzt hier natürlich auch der nächste Frag und 14 zu 4 Helden und damit ist das Ding durch und wir sehen wie dem Match zuvor schon ein Decider und cooles Match, cooles Gameplay, beide Teams sehr, sehr stark und Winkrow versucht es hier nochmal zu delayen, wahrscheinlich noch zu demoralisieren und ja, was soll ich euch sagen? GG, Leute. Einfach GG. Gratulation an die Surfs zum 1:1. Wir sehen in Blau die Plebs mit 1400, 1500 Units gegen Rot die Surfs mit 1500 Units, also hier Even Unit Count und jetzt geht es hier um die Wurst und aktuell gibt es hier einen kleinen Clash Richtung B, das sind plus 2, 3, 4 Spieler gegen 4 Spieler, aber auf C geht es auch los, auf A eher weniger, also hier Standardaufbau von von Blau. Und Rot hat hier sofort das antizipiert und versucht jetzt hier natürlich eher sich B zu holen, quasi das ganze, die ganze Force, die auf dem Weg nach C war, ist abgedreht. Schön reagiert, stark gemacht, A wird hier auch geholt, Sekis kommt weg gegen Robert, den Killer von der einen Map am Meer, sneakt sich hier schon durch und jetzt geht es hier wahrscheinlich gleich A und B und jetzt muss man einfach schauen. Gibt es hier Units, die das verteidigen können? Oh ja. Kaiser Piken, Madaus. Das sind auf jeden Fall Units, die das verteidigen können. Ihr seht auch gerade, die Kataphraks sind beliebter geworden. Die sind jetzt hier am Start und Amner versucht hier hinten zu nerven. Ist aber wahrscheinlich nicht möglich. Akinen da am Start. Tinchev auch am Start. Aber das ist erstmal unwichtig hinten, das Geplänkel. Gucken wir mal hier auf den B-Positioning-Fight. C übrigens teilweise gesichert. Und auch A teilweise gesichert, da kann man ja sehr gut einsehen.
Ne, ob da ein Push kommt von den Blebs. Ne. Die Surfs, wie gesagt, hier gerade in einer guten Formation. Und mal gucken, wie jetzt hier ne, sich die Blebs dagegen wehren wollen. Und aktuell Pressure Gameplay hier wirklich sehr, sehr gut da. Und überall sind auch die Flanken abgescoutet. Robert geht rein. Wie gesagt, die Base ist Temple Shot, der Boy. Und jetzt wird hier Robert gejagt. Und wenn der stirbt, wäre das natürlich schon mal erster kleiner Schritt auf dem Weg nach B. Kommt aber weg, wird nochmal gekickt von Sesu. Hier oben übrigens schöne Ballisten aufgebaut. Also hier muss ich sagen, die Surfs scheinen sehr, sehr gut vorbereitet. Sesu wurde aber hier von der Balliste zernichtet, wenn euch wundert. Das war gerade Ballisten-Shot. Mittlerweile aber C angegangen, aber C hat hier schon, ne, die Plebs sind auf Zack. Versuchen jetzt hier, dass, ne, die Leute, die sich wieder zurückschieben wollen, anzugreifen. Und hier auch die Vorreiter übrigens auf Seiten der Plebs zu sehen. Und immer noch gefährdet. Und jetzt gibt es hier wahrscheinlich den ersten Push von den Surfs auf die Base. Also jetzt hier erste Move nach vorne. Ah, kein Spieler mehr. Und hier jetzt gucken wir mal rüber. Das sind, ich würde sagen, so rund 8 Spieler, also 50% des Teams hier in diesem Bereich von Rot. Meistens nimmt man hier den Highground mit, wird jetzt hier nicht gemacht, wird wirklich aggressiv reingepusht. Könnte ein Fehler sein. B wird übrigens gesneakt, aber das ist unwichtig. Und hier wird gerade aufgeräumt und jetzt wird hier oben wieder nachgesetzt und irgendwie ist ein Teil des Teams von Rot nicht da und die andere Hälfte wird jetzt hier aufgeraucht. Mal gucken, 4 gegen wahrscheinlich 7 Helden ist schwierig. Was ist hier mit ihm los? Nicht, dass er einen Disconnect hat, ich habe mal so geguckt. Ach, er ist an der Balliste, alles klar. Und jetzt kam ja nochmal der nächste Counter-Push. B übrigens gesaved, C auch. Ach, hier drüben sind die anderen. Und die machen gerade eine gute Arbeit. Wenn dieser Supply wirklich fallen sollte, was möglich ist, gegen, ne, 3 gegen 3, hier oben müssen wir auch wieder aufpassen. Gerade schwierige Situationen. Und das wird hier wahrscheinlich gerade aufgeraucht. Da kommen nochmal Kaff von hinten, aber das sind nochmal Daos und Kaiser Piken, die noch den Charge aufhaben. Sehr, sehr gut gemacht. Kaiser Piken plus die Dreierfähigkeit. Und jetzt kommt nochmal ein seitlicher Flügel an. Charge, da muss die 1 kommen und die 1 kam zu spät. Von dem Daos wurde hier natürlich aufgeraucht. Und hier schöner Trade, schöne Defense da von den Blebs und hier drüben auch gehalten. Wahrscheinlich gehalten mit Hilfe des Reinforcements. Also hier das aggressive Gameplay von den Surfs gefällt mir sehr, sehr gut, aber auch, ne, muss man auch sagen, routiniert wird verteidigt, ganz, ganz routiniert wird verteidigt. Ich wage mal ganz kurz einen Blick drauf zu schwimmen. 300 Units zu ungefähr 270 Units, also hier alles noch even, alles noch ausgeglichen. Und wenn sie übrigens bei 100% gegen 100% bleiben sollte, dann ist es so, dass das Team gewinnt, was mehr Punkte hat, in dem Fall jetzt Rot, Nat A und B. Und jetzt mal schauen, ob es jetzt vielleicht too much war nach 6 Minuten 30 auf der Uhr. Die Surfs bauen wieder Verteidigungsanlagen auf. Balliste hier bevorzugt vor der Kartätsche. Interessant. Und jetzt beginnt hier das große Abwarten. Die Frage ist, wer charge als erstes? Wie kann man Counter chargen? Und gibt es vielleicht nochmal einen Sneak? Nee, B, C ist immer noch gesichert. A hat wahrscheinlich immer wieder, wird immer wieder lang patrouilliert, dass da keiner sich lang geht. Und wo wird jetzt hier die Zange von Blau angesetzt?
Dass man B einnehmen muss, ist früher oder später klar. Jetzt kommen hier aber die Madaus. Aber die Madaus könnten nicht flankiert werden. Wurden gut aufgebrochen. Jackie jetzt hier mit seinen Madaus wahrscheinlich ein bisschen Bedrängnis. Amya killt irgendwas. Also hier zwei Helden wieder von den Jungs gestorben, von den Surfs gestorben. Und jetzt scheint jedoch das sehr, sehr gut zu sein. Also hier auch diese Seite anzugreifen und dann hier lang zu gehen, ist auch nie verkehrt. Muss man aufpassen, dass man die A-Flanke nicht frisst. Und es wird ja auch mit Wurfspeeren teilweise abgeschlossen. Gearbeitet, ja. Die Vorreiter sind da. Vorreiter, wie gesagt, hier wahrscheinlich eine Key-Unit auf diesen Spots, um Verteidigungspiken aufzubrechen. Und jetzt kommt hier drüben aber der Counter mit wirklich einen sehr, sehr vielen Einheiten. Cesu sollte hier aufpassen mit seinen Madaus, die werden überrannt. Kolosse knallen sich hier aber in die Kataphax rein und versuchen hier nochmal ordentlich was zu machen. Aber jetzt beginnt hier die Zangenbewegung. Zangenbewegung durch die ganze Kraft auf die Infanterie. B scheint aber eingenommen zu werden, aber es kommt in die Counterfrags rein. Von A oben kommt auch nochmal Kaff als Verstärkung für B. Aktuell 13 zu 15 Helden für Rot. Und B scheint immer noch gehalten zu werden zu können. Und heftiger Schlagabtausch von beiden Teams. Assflame Tinschiff hier. Mega aggressiv drin. Und da kommt nochmal ein Kreuzritter-Charge, der gegen einen anderen Kreuzritter-Charge geht. Also hier hin und her. Aktuell 11 zu 13 Helden. Also hier offener Schlagabtausch auf B. Und mittlerweile gibt es einen Sneak. Nach hinten, aber den können wir gleich vernachlässigen. Wie gesagt, die Base ist wahrscheinlich immer noch gesaved und es scheint sich jetzt hier doch, na ja, kommt der nächste Charge, musst du mal wieder revidieren. Hügelsahn aufgeraucht und mittlerweile könnte ich mir vorstellen, das sind noch drei Ballisten von Rot, aber jetzt wird hier Sekis geht rein. Versucht sich ZX zu holen und schafft er auch. Also jetzt hier die nächsten Frags gesichert und 13 zu 8 Helden. Also gerade eben hier Momentum gedreht zugunsten für die Plebs. Und 2 Minuten 40 und jetzt wahrscheinlich werden auch gleich die nächsten Units hier sich wegteleportieren, ne, weglaufen. Und Ballisten sind weg, Roxo HD kommt nochmal rein, Marco Cut kommt rein, oh, hier ist auch eine Balliste, eine Kartätsche, sehr, sehr schön, versteckt hinter dem Holz. Und ich denke, die Plebs holen sich jetzt hier den Spot B und damit sind sie jetzt wieder Favorit, die nächsten 2 Minuten. Oben scheint es ein bisschen Reinforcement gewesen sein und wahrscheinlich haben sie den hier wieder gesucht. Und den Amya. Roxo HD testet nochmal die Base, aber da steht diesmal Balthasar mit irgendwelchen Pleb Units. Der den Baseboy regelmäßig auszutauschen, ganz, ganz wichtig, damit ne, jeder seine guten Units auch an die Front kriegt. Roxo HD hier wieder hinten im Getümmel, aber es wird schwer. Also es sind 14 zu 15 Helden, wahrscheinlich jetzt der letzte Push. Manu trägt hier Roxo HD raus und der wird wahrscheinlich sterben. Da kommt Cesu und hilft mit. Und jetzt geht es hier nochmal ins Eingemachte. Kartätschen sind da, aber hier hinten immer wieder die Flankierer von den Plebs. Bocken stark machen sie das. Der nächste Jackie wird von Sekis angegangen, versucht sich aber zu wehren. Mit Wandering Dragon kommt wahrscheinlich ewig raus. Aber hier vorne gibt es auch ordentlich ans Eingemachte. Kommt nochmal ein Aufbäumen von den Surfs. Und aktuell sterben die Surfs raus. Nur noch 6 Helden statt 53 Sekunden. Und aber hier drüben, guckt mal, da gibt es nochmal die Intention, auf diese Sache zu gehen. Die rote Base ist übrigens jetzt gefährdet. Die blaue Base ist nicht mehr gefährdet. Und ich denke, jetzt wird hier doch wahrscheinlich aufgeräumt. 7, 8 Helden nur noch am Start von Rot, von den Surfs. Und ich denke jetzt hier, die Defense ist da. Die Defense ist da. Ist, ne?
Blebs müssen nichts machen, außer die Punkte jetzt noch halt in 20 Sekunden nicht gekippt werden dürfen. Hier drüben wird das souverän verteidigt. B aktuell, ne, mit 15 zu 7 Mann wahrscheinlich auch in der Überzahl. A ist auch immer wieder am Start. Und die ersten Gegner verlassen hier schon die Schlacht, geben wahrscheinlich damit indirekt auf. Und damit ist das Ding durch. Und die Plebs holen die letzten 2 Minuten nochmal den B-Spot und damit den Sieg hier im Winter Bracket Finale, AKM Halbfinale. GG an die Plebs, GG und die Serbs für eine geile Leistung.